Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu Race Room Experience vom Moscow Raceway Sprint Volvo S60. Haben wir hier am Start. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Rennen. Meisterschaftsfortschritt. Wir starten das Rennen. Michaelis vor Lopez. Müller, Montero, Baum, Benani, Björk, Daguini, Chilton, Coronel, der Coronel, Coronel. Und so geht's auch los ins Rennen, Freunde. Viel Spaß. Hoppala, mein erster Start. Schauen wir mal, das kann er innen. Oh, da schießt er. Glück gehabt. Wir werden uns mal ganz gemütlich einfädeln und das Ganze uns mal anschauen. Das Heck ist leider hier sehr nervös. Ja, nämlich genau hier. Ich verstehe es nicht. Mal ein bisschen konzentrieren. Machen wir noch einmal die Bremse auf. Ui. Ja, und er ist natürlich auch noch da. Aquini jetzt vor uns. Da müssen wir auch aufpassen. Hier ganz gefährlich, ganz weich hier runterfahren. Gleich bei der ersten Runde habe ich da das... Was ist denn jetzt? Habe ich das Heck verloren? Ich glaube, da hat er mich berührt, oder? Sonst wäre ich ja nicht so gerutscht. Wieder eine Runde überstanden. Die erste war leider ein bisschen turbulent. Hätte aber schlimmer kommen können. Ja gut, so spät bremst er dann auch nicht. Und Sechster, sehr schön. So, hier wieder weich reinfahren, Freunde. Darunter beim Anbremsen auch extrem aufpassen. Hier geht's noch. Da rechts dann jetzt. Ab hier. Ja, Björk vor uns auf der 5 mit seinem Volvo, unser Teamkollege. Nice. Kommen wir da noch ran an unser Teamkollegen oder ist er heute mal vor uns? Man darf nur nicht zu viel lenken. Vor allem Ivan Müller. Heute ist er wirklich gut dabei. Ja, und da haben wir es übertrieben.
Ich hab's gewusst. Einmal bricht er mal aus. Das war so klar. Zwei Fehler drin. Ja, jetzt vergessen auf die vierte zum Schalten, dass ein bisschen ruhiger ist das Fahrzeug. Auch vergessen. Ach, schon wieder fast wieder hier so reingehalten. Es geht einfach nicht. Ich muss da reinlaufen lassen. Da kann man ein bisschen oder macht ein bisschen was gut, aber es ist einfach zu gefährlich. Der Queen wieder vor uns. In den vierten Gang jetzt ganz gemütlich runter. Oh, was ist da? Scheiße! Weiße Flagge? Der stellt sich hier an, wir fahren hier außen rum, der andere ist auch gerade außen rum gefahren. Warum die auch immer da stehen, kleiner Bug. Ja, hier kann ich nicht zurückspulen. Es war Ivan Müller. Fünfter wieder. Na immerhin. Da haben wir Glück gehabt auch noch. So, Chilton vor uns. Ja, hinten fahren sie wenigstens schon wieder spät, aber doch. Wenn man das Auto einmal verliert, ist es auch so ein Problem, man kann es nicht mehr abfangen, auch wenn es hinten langsam kommt, das Heck, man schafft es nicht mehr. Bin ich fast zu schnell reingefahren, das war schon eigentlich zu scharf. Nur Glück gehabt, dass das Auto nicht ausgebrochen ist, das war schon der Blödsinn. Zumindest sind wir ein bisschen näher gekommen hier an Tom Chilton. Ich gehe nur vom Gas, es ist wirklich... Ja, macht keinen Spaß, macht einfach keinen Spaß, Freunde. Ja, leider kann man auf der Schwierigkeit nichts einstellen am Auto, das ist auch so ein Rätsel, was ich nicht verstehe.
Dann sollen sie es wenigstens einstellen, sodass es fahrbar ist, das Auto. Wenn man schon auf der mittleren Stufe fährt. Aber ich bin am Anfang mit dem ABS, also ohne ABS, nicht zurechtgekommen mit dem Bremsen hier. Deswegen habe ich dann doch umgeschalten, weil das dann zu lange brauchen wird zum Trainieren. Naja, gut. Jetzt habe ich die Kurve hier hinbekommen, geht die andere unten nicht. Zumindest nicht immer, habt ihr gesehen. Meistens geht es eh, aber ich weiß nicht warum. Und schauen wir jetzt nochmal. Ja, wahrscheinlich noch langsamer fahren. Aber das geht ja auch nicht immer. Naja, gut, sind wir wieder Sechster, Fünfter wären wir sowieso wahrscheinlich gewesen. Also, wenn wir mal Chilton noch erwischt hätten. Aber hier könnte man durchaus mehr erreichen, also das auf jeden Fall. Jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir da Richtung WM halbwegs Punkte schaffen. Hinten kommt schon Montero. Oh, der Lada schaut jetzt mittlerweile auch schon relativ nett aus, muss ich sagen. Also optisch gibt es da nichts. Irgendwie die schnellen Kurven, das ist hier WTCC-mäßig nicht so optimal. Ja, da muss ich einfach vorher schon... Ja, hilft nichts. Es ist... Jetzt habe ich es gelernt, aber leider zu spät. Mal schauen, ob wir hier Tarquini noch einmal angreifen könnten. Wir werden es noch einmal probieren, aber auf den richtigen Stellen. Glück schadet dich selber, dadurch kann ich da hinten ein bisschen was mit den Gängen ein bisschen variieren. Ja, ich glaube, jetzt hätte ich es halbwegs drauf. Na, dann bis da muss ich dranbleiben, dass ich hier... Na, das war nichts. Gut, eine Runde haben wir dann noch. Nur dranbleiben, dass wir da vorne dann ausbremsen vielleicht. Jetzt sind wir dran. Nein! Nicht in den Begrenzer. Den schaut noch ein bisschen. Ja, der geniale Fuchs wird das auch wissen. So, jetzt schauen wir, kommen wir uns nicht durchboxen. Wir sind knapp vor ihm. Ich glaube. Das geht noch eine Runde. Scheiße! Ich glaube, es ist schon Ziel. Die Runde ist ja nicht so lang.
Oh, hab's gespürt. Hat er gesehen. Da wollte das Heck schon wieder kommen. Jetzt aber definitiv letzte Runde, hoffentlich. Achso, es kommt davon, wo der erste ist. Super, von lauter Angst. Da bin ich schon hier fast nach Montero wieder. Ja, jetzt ist wirklich kariert. Dann habe ich nochmal selber wieder mit der einen blöden Kurve verschenkt. Boah, Leute, war das ein schlechtes Rennen. Leco mio. Und für das noch immer auf was? Siebter? Puh. Ja, das war nicht berühmt. Siebter noch immer. Björk hier auf der 3. Ja, da waren wir sogar direkt hinter ihm, also theoretisch, wenn alles optimal passt, wenn wir Björk dann vielleicht noch überholt hätten, wäre sogar das Podium theoretisch drin gewesen. So sind wir jetzt zweiter hinter Michaelis nur, ja, aber noch im Rennen, Freunde, noch im Rennen. Ich sag danke fürs Zuschauen, das war's schon wieder, ich muss jetzt aufhören, das ist einfach, naja. Keine Ahnung, WTCC... Ohne dass man da was einstellen kann am Auto, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Gut. Egal. Wieder was gelernt. Oschersleben. Das, huiuiui. Auch schnelle Kurven. Könnte auch lustig werden. Das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.